Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Wir haben Freitag, das Wochenende, das naht, also wirklich in riesen Schritten. Bald haben Sie es hoffentlich geschafft und können in Ihre Freizeit starten. Ja, da kann man einiges tun bei diesen ganzen Schneemassen, aber natürlich dieser ganze Schnee bringt auch einige Lawinengefahren mit sich. Viele Orte in Österreich sind schon von der Außenwelt abgeschnitten, also so schön der Schnee auch manchmal sein mag, so gefährlich ist er auch in den letzten Tagen. Gerlos mit dabei gewesen, auch Mautendorf hier zu sehen. Wie es aussieht in Österreich, darauf blicken wir gleich detailliert. Wir starten vorab jedoch mit der Großwetterlage in Europa. Und zwischen dem Atlantik und dem westlichen Europa bleibt der hohe Luftdruck bestehen. Diesem steht das kräftige Tief Donald über dem Lappland gegenüber, dessen Ausläufer das nördliche Mitteleuropa mit feuchtmilder Luft erfasst, während es im südlichen Zentraleuropa und in Nordwestrussland ergiebig schneit. In Österreich hingegen heute etwas weniger Schnee. In der Nacht lässt der Schneefall in den Nordalpen deutlich nach. Heute eben nur wenig Schneefall, meist trocken und auch Sonne mit dabei. Lebhafter im Osten starker Wind und aus West bis Nordwest maximal -5 bis +2 Grad. Weiterhin extrem kritische Lawinengefahr. Bitte aufpassen, wenn Sie auf den Pisten unterwegs sind. Die nächsten 24 Stunden im Westen verraten, dass es sehr durchwachsen ist. Von -2 Grad bis immerhin etwas Sonnenschein um die Mittagszeit und 0 Grad. Aber dann beginnt es auch schon ab ca. 18 Uhr zu schneien. Im Osten ein ähnliches Bild. Der Start sehr sonnig, aber auch sehr, sehr frisch. Innentag -4 Grad hier. Und bis zum Abend erwarten uns dann auch wieder die ersten Schneeflöckchen. Die nächsten 24 Stunden im Westen 2 Grad hier. Bis zum Sonntag zumindest eine Mischung aus Niederschlag und Schnee mit dabei. Erst am Mittwoch dann wieder milde 5 Grad und Sonne. Und im Osten noch hier ein ähnliches Bild. 4 Grad bis zum Sonntag. Dann wieder Regen mit dabei. Sehr wechselhaft das ganze Wetter. Mittwoch Sonnenschein und ebenfalls milde 4 Grad. Das war's von den aktuellen Wetteraussichten. Wir kommen zu Breaking News.